Schlanker, stärker und fitter und das in nur 20 Minuten pro Woche, das verspricht das sogenannte EMS-Training. Dabei trägt man einen Anzug, der mit Elektroden ausgestattet ist und die Muskeln beim Training mit kleinen Stromstößen stimuliert. Das soll hocheffektiv sein und das normale Fitnessstudio überflüssig machen. Klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie das Versprechen beim Teleshopping, wenn es funktionieren sollte, aber auch nach der perfekten Methode Sport zu treiben. Deswegen will ich das Ganze ausprobieren. Ich habe den Sport bei mir nämlich ehrlich gesagt in letzter Zeit wieder so ein bisschen schleifen lassen. Nach meinem 30-Tage-Sport-Selbstexperiment habe ich mir ja vorgenommen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Das hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert. Der Hauptgrund, die Zeit. Aber das sollte ja jetzt kein Problem sein. Ich werde in meinem Selbstexperiment 3 Monate lang EMS-Training ausprobieren. Ich frage mich, funktioniert das wirklich so gut? Den Zeitraum von 90 Tagen habe ich so gewählt, weil ich glaube, dass man danach schon sehen müsste, wie gut oder schlecht das Training funktioniert. Ich glaube, 30 Tage wäre da vielleicht ein bisschen zu kurz gewesen. Um in meinem Selbstexperiment wirklich ordentliche Ergebnisse und einen guten Vorher-Nachher-Vergleich zu bekommen, lasse ich mich von einem Arzt untersuchen, mache ein Belastungs-EKG mit Laktatmessung, lasse Körperfett und Muskelmasse bestimmen, mache Aufnahmen von meinem Körper und lasse mir Blut abnehmen. Das volle Programm also. Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wo oder womit trainiere ich denn überhaupt? Weil es gibt super viele unterschiedliche EMS-Anbieter. Man kann das zum Beispiel in einem Studio machen. Da kostet ein einzelnes Training zwischen 20 und 35 Euro. Oder man kauft sich so einen Anzug. Das kostet dann ungefähr 1000 Euro. So richtig günstig ist das Ganze also nicht. Ich habe mich jetzt für dieses Video für einen Anzug entschieden, den man kauft. Einfach, weil ich dann so ein bisschen flexibler bin. Aber habe mir dafür auch Unterstützung gesucht. Ich treffe mich mit Sascha. Der ist EMS-Experte und wird mich bei meinem Selbstexperiment begleiten. Okay Sascha, dann erzähl mal, was ist EMS-Training denn eigentlich genau? EMS steht für elektrische Muskelstimulation und der Vorteil dabei ist, wir benutzen elektrische Impulse, um Muskelkontraktionen auszulösen. Wir haben dadurch vor allem zwei Vorteile. Einerseits eine sehr große Zeitersparnis, weil wir können die Einheit auf 20 Minuten reduzieren und haben eine sehr hohe Effektivität. Gleichzeitig brauchen wir nicht zusätzliche Gewichte, sondern wir können allein mit dieser Muskelkontraktion, die der Impuls erzeugt, schon einen Muskelaufbau erzeugen. Und welche Vorteile gibt es da gegenüber normalem Training? Also grundsätzlich kann man sagen, dass man dadurch 2 Tage im Fitnessstudio ersetzen kann. Das heißt, im Fitnessstudio verbringt man meistens zwischen 1 bis 2 Stunden. Die Einheiten kann man auf 20 Minuten quasi reduzieren. Man muss schon in den 20 Minuten Gas geben. Und es muss auch die Ernährung angepasst werden. Die Ernährung ist bei jedem Sport das A und O und genauso ist es beim EMS. Der grundsätzliche Vorteil ist natürlich für den Sportmuffel, dass er anstatt 2 Tage ins Studio zu gehen, einmal zu Hause 20 Minuten trainieren kann. Du wirst speziell in den ersten 6 bis 8 Wochen wirst du schon direkt merken, dass etwas im Körper passiert. Wenn wir da aufpassen, dass das alles passt, werden wir in 3 Monaten echt schon sehr schöne Ergebnisse sehen können. Na dann probieren wir das Ganze mal aus. Unter so einem EMS-Anzug ist man übrigens nackt. Damit die Elektroden den Strom richtig leiten können, braucht man einen leichten Schweißfilm auf der Haut. Bedeutet, ich muss erstmal ins Schwitzen kommen. Vor dem Training stellt man erstmal die Impulsstärke, die Impulslänge und die Pausenlänge ein. Erstmal will ich wissen, wie sich so ein Stromimpuls überhaupt anfühlt. Also ich merke jetzt schon so ein leichtes Kribbeln. Genau. Und du siehst, wir sind jetzt bei 8%. Wir können das ganz langsam steigern. Jetzt gerade fühlt sich das an, als würde man so ein vibrierendes Handy auf den Bauch legen. Pause, Impuls kommt wieder. Ja, das ist schon ein bisschen unangenehm. So, ein bisschen runter wieder. Ja. Guck mal, ob es jetzt so okay ist. Wir wären jetzt bei 17% circa. So ist auf jeden Fall aushaltbar. So wäre aushaltbar. Jetzt würden wir dasselbe mit allen anderen Körperstellen dazu machen. Das ist schon verrückt. Ja, ist so ein... Hat man noch nie vorher gespürt, ein vergleichbares Gefühl. Ist, aber ist jetzt auch nicht unangenehm oder strommäßig? Nee, ich hätte gar nicht gedacht, dass das jetzt Strom ist. Es fühlt sich eher echt wie Vibration an. So. Ja, ich würde mal Stopp machen. Wo? In welchem Bereich? Im Rückenbereich. Im Rückenbereich. Es muss definitiv spürbar sein. Da sind wir wieder bei dem Punkt Couch Potato. Hm. Man muss sich definitiv schon anstrengen. Also es muss auch ein deutlicher Widerstand sein. Ja. Weil wir werden jetzt gerade in den ersten Einheiten komplett ohne Zusatzgewicht trainieren. Das heißt, wir brauchen schon eine gewisse Intensität, um auch einen Effekt erzielen zu können. 4 Sekunden machen wir die Übung. 4 Sekunden hast du eine Pause, wo du immer kurz lockern kannst, einmal tief durchatmen. Okay. Und dann starten wir als erstes mit dem Squat. Hier bleiben wir schön gerade. EMS-Training fühlt sich schon anders als ein klassischer Workout an. Ich bin mal gespannt, wie die 20 Minuten Training werden. Du merkst natürlich, obwohl wir jetzt eine Bizepsübung machen, alles ist aktiviert. Und das ist halt einer der Gründe, warum EMS so effektiv ist. Und schön ranführen.
Richtung Brust und jetzt schön Bauchnabel einziehen. Ja. Ich habe noch ungefähr 8 Minuten vor mir und bin einfach jetzt schon erschöpft. Das Training ist auf jeden Fall anstrengender, als es von außen aussieht. Der letzte für heute. Wunderbar. Dann. War schon anstrengend. Aber also ich finde, das fühlt sich auch irgendwie gut an. Also es ist wirklich kein unangenehmes Gefühl. Ist schon sehr starkes Vibrieren, Kribbeln irgendwie. Bin ich gespannt auf das nächste Training. 2 Tage nach dem ersten Training und ich muss zugeben, ich habe Muskelkater. Also ich merke das besonders in den Oberschenkeln und aber auch im Rücken relativ krass. Hätte ich echt nicht so heftig erwartet. Und ich habe mir noch mal ein paar Gedanken zu dem ganzen Selbstexperiment gemacht. Ich möchte das Ganze möglichst realistisch machen, so wie das halt normale Menschen auch machen würden. Das heißt, ich werde jetzt keinen krassen Ernährungsplan aufstellen, bei dem man auf alles verzichten müsste, was man geil findet. Trotzdem versuche ich mich halbwegs gesund zu ernähren, das heißt keine Süßigkeiten, kein Alkohol und auch vielleicht nicht so viel Fastfood und anderen Scheiß fressen. So bekomme ich vielleicht nicht das bestmögliche Ergebnis, aber ein realistisches. Eine stressige Woche ist vergangen und es geht wieder nach Essen zum zweiten Training. Gleiches Spiel wie letztes Mal, aufwärmen, die richtige Intensität einstellen und los geht's. Zieh, aus. Komm. Zieh. Und komm. Und zieh. Halt. Und nochmal halt. Halten. Arbeiten. Ist gleich geschafft. 4, 3, 2, 1. Jawohl. Sehr schön. Nass geschwitzt. Okay, 2 Trainings habe ich hinter mir. Jetzt will ich von einem Sportexperten wissen, was er von EMS hält. Dazu treffe ich Ingo Frohböse, der ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit EMS. Für wen ist EMS-Training geeignet? Also eher für Normalos oder nur für Spitzensportler? Grundsätzlich ist ja so, dass es ja heute verkauft wird für den normalen Menschen. So als Abnehmtraining, als Turbostoffwechselbooster sozusagen. Gerade in der Anfangsphase für Anfänger und Anfängerinnen kann man durchaus davon profitieren, wenn man Muskeln mal gezielt stimuliert. Ansonsten profitiert am besten und am meisten natürlich derjenige, der high performen möchte, der richtig da in die Höchstleistung hineingehen möchte, um eben alle Muskelfasern zu rekrutieren. Das schafft man über das willkürliche aktive Training, wenn man so an die Geräte hier zum Beispiel denkt, schafft man das niemals, maximale Lasten herbeizuführen aus der Muskulatur heraus. Für die macht es auch Sinn. Also diese beiden Gruppen sehe ich. Gibt es denn Risiken oder Nebenwirkungen beim EMS-Training? Ich war vor einigen Jahren, als EMS kam, war ich auf der FIBO, auf der weltweit größten Fitnessmesse. Und da kam EMS und da waren Menschen natürlich, die den ganzen Tag als Show EMS-Training machen mussten, weil die Besucher alle da vorbeigingen. Und was passierte? Viele dieser Personen landeten am Abend im Krankenhaus, weil so viel Muskelkraft erzeugt wurde, dass sich so viel Muskelzerstörung ergab, dass darauf basierend das Immunsystem so stark reagierte, die Entzündungsparameter so hoch war, dass es einfach zu viel war für den gesamten Organismus. Also man kann es übertreiben. Und gerade, und deswegen ist die größte Gefahr drin, wenn man am Anfang sagt, okay, ich muss ja was spüren und dann die Regler ganz weit offen dreht und damit die Muskulatur zerstört, das ist falsch. Denn man zerstört Muskulatur, weil das Muskelgewebe nicht so richtig dran gewöhnt ist. Also man muss ganz langsam anfangen, Muskulatur daran gewöhnen, Bindegewebe daran gewöhnen. Wenn man das macht, ist die Gefahr sehr gering. Ein Drittel des Selbstexperiments ist geschafft. Langsam weiß ich, wie das Training funktioniert, deswegen werde ich ab jetzt alleine zu Hause trainieren. Vielleicht merke ich dann auch endlich den zeitlichen Vorteil vom EMS-Training. Bisher nimmt es nämlich doch noch relativ viel Zeit in Anspruch, weil ich jede Woche extra zum Training fahren muss. Damit ich alles richtig mache, stellt Sascha mit mir noch einen Trainingsplan mit verschiedenen Übungen zusammen. So, los geht's. Heute mache ich zum allerersten Mal zu Hause selber Sport und ich bin super gespannt, ob das genauso gut funktioniert wie mit Personal Trainer, also ob ich das alleine auch alles hinbekomme, die Übungen richtig auszuführen. Ja, und das will ich jetzt mal ausprobieren. Das war wieder mal ganz schön anstrengend und ich schwitze wieder. Ich habe auch alles voll geschwitzt. Überall Schweiß. Aber die Kamera ist viel zu schwer. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal duschen.
Ich muss schon sagen, es fällt mir echt genauso schwer, mich zum Sport zu motivieren, als wenn ich sonst zum Sport gehen würde. Ich hatte gehofft, dass das ein bisschen weniger schlimm ist, weil man ja irgendwie nur diese 20 Minuten hat und das ja sogar zu Hause machen kann. Aber das ist genau die gleiche Überwindung, die man jedes Mal hat, wenn man Sport machen möchte. Dann schlüpfe ich hier mal rein, ne? Boah, der nervigste Teil ist auf jeden Fall das Aufwärmen. Training geschafft. Es ist echt nach wie vor immer noch mega anstrengend. Also ich schwitze echt jedes Mal. Beim EMS-Training wird ja damit geworben, dass man mit geringem zeitlichen Aufwand möglichst große Erfolge erzielen kann. Wie sehen Sie das? Ja, ich frage mich, was ist der große Erfolg? Der große Erfolg kann nicht nur sein, Muskeln aufzupumpen. Na, das ist es nicht. Natürlich sieht es von außen dann ganz schick aus. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Muskulatur auch nutzbar zum Beispiel ist. Das heißt, ich muss meine Muskulatur erst einbauen in das Gesamtkonstrukt meiner Bewegung. Man macht sehr viel fürs Chassis, aber für das Innenleben der Muskulatur macht man noch nicht ausreichend genug. Dafür muss man mehr tun. Deswegen ist EMS-Training für mich immer eine Addition und keine Alternative. Und wie ist Ihre persönliche Meinung zu EMS? Für mich ist das eben kein Sport. Es ist eben für mich ein Training, was ich ganz kurz vielleicht bei mir kaufen kann. Aber Fitness kann man nicht kaufen, muss man machen. Grundsätzlich eben bin ich ein großer Freund des richtigen Fitnesstrainings in dem Sinne, als dass ich gerne Gewichte stemme, den Schweiß verspüre, den Sie auch verspüren natürlich, wenn Sie das EMS-Training machen. Aber es ist für mich eben nicht der Sport, den ich mir wünschen würde persönlich. Die 3 Monate sind jetzt vorbei und ich lasse mich heute noch mal von Dr. Heyer durchchecken, wie sich das Training gesundheitlich ausgewirkt hat. Wir machen wieder einen Belastungs-EKG mit Laktatmessung. Dabei sind meine Werte leicht besser, aber noch sehr ähnlich im Vergleich zu denen von vor dem Selbstexperiment. Bedeutet, meine Fitness hat sich, wenn überhaupt, nur leicht verbessert. Bei der Blutuntersuchung wird ein erhöhter CK-Wert festgestellt. Dieser weist auf Schädigung der Muskulatur hin, was aber grundsätzlich normal beim Fitnesstraining ist und sich mit der Zeit einpendelt. Würde man es mit dem EMS-Training übertreiben, könnte es aber dauerhaft zu Schädigungen der Muskulatur und der Nieren kommen. Herz und Lunge sind wieder in Ordnung. EKG zeigt keine Veränderung. Auch Körperfett und Muskelmasse lasse ich nach 90 Tagen erneut bestimmen. Wie sehen hier die Veränderungen aus? Ja, wir sehen hier eine schöne Veränderung, wenn wir das vorher nachher betrachten. Vorher hatten wir ein Gesamtgewicht von 74,3 Kilo. Jetzt sind wir bei 73,1. Das heißt, wir haben absolutes Gewicht verloren, 1,2 Kilo, haben aber gleichzeitig Muskeln noch aufbauen können. 400 Gramm, vorher waren es 30,7, jetzt 31,1. Und wo wir natürlich eine sehr schöne Veränderung haben, ist in der Körperfettmasse. Dort haben wir uns verändert von 19,6 Kilogramm auf 17,7. Das heißt, da hast du fast zwei Kilo Fettmasse verloren, gleichzeitig Muskeln aufgebaut. Ist im Endeffekt genau die Tendenz, die wir haben wollten. Ich würde mal vermuten, dass vielleicht in der Ernährung auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum gewesen wäre. Bestimmt, ja. Aber ich glaube, das zu krass zu machen wäre ja auch irgendwie realitätsfern, zumindest für so einen den Normalo, der denkt, yo, ich möchte jetzt EMS anfangen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf meinen Körper. Nach 90 Tagen hatte ich mir ehrlich gesagt mehr optische Veränderungen gewünscht. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen am Bauch abgenommen und auch meine Haltung hat sich leicht verbessert. Der Umfang von Oberarm und Brust hat um etwa 1 Zentimeter zugenommen. Wie gut funktioniert EMS-Training denn jetzt? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich mir einfach etwas krassere Ergebnisse erhofft hatte. Aber EMS ist natürlich auch keine Zauberei, mit der man super schnell super durchtrainiert wird. Das wäre auch zu schön. EMS ist anstrengend, braucht genauso Motivation wie anderer Sport auch und ist vielleicht eine ganz gute Unterstützung. Aber man sollte sich, glaube ich, auch so noch ein bisschen bewegen und natürlich auf seine Ernährung achten. Werde ich das Ganze weitermachen? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Immerhin habe ich den Anzug ja jetzt. Aber ich bin auch trotzdem noch auf der Suche nach dem perfekten Sport für mich. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, was ich mal ausprobieren könnte, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Weitere Selbstexperimente von mir findet ihr hier. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!